Herzlich willkommen auf dem AeroUp YouTube-Kanal, Valentin mein Name, und in diesem Video soll es darum gehen, wie du deinen Einstieg vom Studium ins Berufsleben meisterst. Ja? Wir beschäftigen uns auf dem Kanal grundsätzlich mit den Themen Topnoten in weniger Zeitaufwand zu schreiben, beziehungsweise wir haben die Expertise, Studenten, die ambitioniert sind und Absolventen auf dem Arbeitsmarkt richtig zu positionieren. Was bedeutet das? Man findet nicht so einfach heutzutage mehr seine Leidenschaft in dem Dschungel an Auswahlmöglichkeiten. Wir haben uns darauf spezialisiert, Methodiken und Praktiken anzuwenden, die funktionieren, mit denen es auch du schaffst, dich von der Masse abzuheben und in einem richtigen Job zu landen. Ja. Und heute soll es darum gehen, wie man den Weg vom Studium in das Berufsleben meistert. Ja. Was meine ich damit? Ein Studium ist einfach was komplett anderes als ein Beruf, den man ausführt. Ja? Im Studium wird man für Fehler bestraft. Es ist schlecht, einen Fehler zu machen. Man kommt nicht voran, wenn man Fehler macht die ganze Zeit. Man muss die Prüfung wiederholen. Im Beruf ist es tendenziell eher umgekehrt. Fehler sind schon was Gutes, werden zum Teil sogar vorausgesetzt, ist in der Firmenkultur, dass man Fehler machen soll, um zu lernen. Und es gilt einfach, ein paar Aspekte zu beachten, die man hier beim Wechsel nicht vernachlässigen sollte. Ja, auf die werde ich jetzt mal genauer eingehen. Es sei auch mal gesagt, es ist natürlich immer gut, wenn du dich im Studium schon über Praktika, Werkstudententätigkeiten und eigene Projekte von den anderen abhebst. Falls du das aber noch nicht gemacht hast und, sage ich mal, vom Abi direkt ins Studium bist und dann ins Berufsleben gehen sollst, mach dir keinen Stress. Darum schaust du uns dieses Video an und ich werde dir zeigen, wie du das Ganze angehst, beziehungsweise was du beachten solltest. Ja? Punkt Nummer 1, den ich dir ausführen will, ist der folgende. Ich höre das immer wieder und dieses Mindset prägt sich auch bei Studenten ein. Ist auch logisch, weil man in der Prüfung dafür bestraft wird. Fehler machen. In der Uni ist Fehler machen nicht so cool, weil man, wie gesagt, bei zu vielen Fehlern durchfällt. Im Berufsleben ist es aber sogar wichtig, Fehler zu machen. Ja? Wenn du keine Fehler machst, dann ist das ein Indikator dafür, dass du grundsätzlich stagnierst. Und Stagnation bedeutet langfristig Rückschritt. Und Rückschritt bedeutet einfach nichts Gutes, beziehungsweise ist nicht unser Ziel. Ja? Wir wollen immer nach vorne kommen, wir wollen weiterkommen und wir wollen uns einfach entwickeln. Das liegt in der Natur des Menschen und dafür stehen wir auch mit AeroUp. Also, Punkt Nummer 1 ist, traue dich, Fehler zu machen. Ja? Wechsel das Mindset von, oh, ich darf keine Fehler machen, oh, das muss alles passen, alles in Ordnung sein, zu, wenn ich einen Fehler mache, ist okay, ich speichere es ab und nächstes Mal mache ich es besser, mache es anders. Ja? Und selber wenn dieser Fehler mal Geld kosten sollte, ist das nicht eine Ausgabe, ja, das darf man nicht als Ausgabe sehen, sondern es war eine Investition in deine eigene Persönlichkeit. Und das weiß auch jede Firma. Ja? Ich habe auch Fehler gemacht bei Daimler Band. Ich habe mal einen Teil kaputt gemacht. Mein Meister ist zu mir gekommen, hat gesagt, hey, pass mal auf, guck, dass das nicht wieder vorkommt. Ich habe mich tausendmal entschuldigt. Er hat gesagt, Valentin, sei jetzt einfach leise. Das war eine Investition in dich. Das ist mit einkalkuliert. Mach dir einfach keinen Kopf. So, also es ist eine Investition in dich selber, beziehungsweise von der Firma in dich. Mach dir keine Gedanken darüber, Fehler zu machen, auch wenn er Geld kostet, ist ganz normal. Da kommen wir auch zu Punkt Nummer 2, der dementsprechend sehr, sehr wichtig ist. Kill den Perfektionismus. Ich sag killen so brutal, weil Perfektionismus führt zu Prokrastination. Ja, du kommst einfach nicht voran. Es reicht grundsätzlich bei den meisten Aufgaben, wenn du das 80-20-Prinzip anwendest. Das heißt, mit 20% des Zeitaufwandes erzielst du 80% vom Ergebnis. Wenn man 80% vom Ergebnis erzielt hat, ist es meistens schon ausreichend und besser als das, was alle anderen machen. Ja? Es bedarf natürlich auch manchmal eine etwas perfektionistischeren Vorgehensweise, wo man sich im Voraus mehr Gedanken machen muss, wo man mehr Zeit investieren muss in das Projekt, weil es beispielsweise für den Vorstand ist oder weil es für einen wichtigen Kunden gedacht ist oder.
Aber mach dir klar, dass Perfektionismus dich tendenziell eher aufhält. Ja? Wenn du jetzt ein Mensch bist, der alles perfektionistisch machen muss, was im Studium vielleicht sogar gut war, weil du dadurch die ganze Zeit 1-0 geschrieben hast, dann musst du das im Berufsleben ablegen. Ja? Du fängst einfach an zu arbeiten und dann siehst du auch schon schnell, auf welcher Stufe du dich bewegst. Ja? Mit den Ergebnissen, die du produzierst. Ja? Bist du eher so Champions League oder bist du halt eher so Kreisklasse? Ja? Und das ist auch nicht schlimm, wenn du Kreisklasse spielst. Ja? Da fängt im Grunde genommen jeder an. Aber es gilt dann halt, sich bewusst zu machen, okay, wie komme ich nach oben? Was muss ich dafür tun? Falls dich das interessiert, trag dich einmal ein zu einem kostenlosen Erstgespräch bei uns. Wir erklären dir das anhand deiner jetzigen Situation, wie auch du die nächste Karrierestufe erreichen kannst, beziehungsweise besser performst. Aber um das soll es jetzt nicht gehen. Ich knüpfe aber hier mal direkt an. Das ist nämlich Punkt Nummer 3. Produziere konkrete Ergebnisse. Was meine ich damit? Konkrete Ergebnisse sind einfach messbare Ergebnisse, die bis zu einem bestimmten Zeitpunkt abgeliefert worden sind. Ja? Beispiel, euer Chef sagt euch, hey, wir brauchen bis nächsten Monat eine Übersicht unserer ganzen Kunden. Und jetzt denkt ihr euch, okay, ich habe einen Monat Zeit, jetzt muss ich Vollgas loslegen und alles perfekt machen. Das muss aber gar nicht sein, weil das Wichtigste ist, dass ihr einfach nur Ergebnisse liefert. Das heißt, ihr besprecht kurz, was ist das genaue Ziel, also was genau soll ich bis wann und warum machen. Optimalerweise diskutiert ihr da nicht so viel, sondern hört am Anfang auf euren Chef und setzt diese Ziele smart und fast. Was das ist, haben wir in den vorherigen Videos schon mal erklärt, zumindest das Wort smart, falls nicht, googelt das nochmal. Und wenn ihr dann ein Ergebnis produziert und das einfach mal umsetzt, dann kommt hier die Grafik wieder ins Spiel. Dann könnt ihr sehen, auf welcher Stufe ihr spielt. Aber erst, sobald ihr konkrete Ergebnisse produziert. Ja? Ihr merkt, es dreht sich immer ums gleiche Thema. Es dreht sich immer darum, Fehler zu machen, diese Fehler zu akzeptieren, dementsprechend auch Perfektionismus abzulegen und auch dementsprechend mehr Ergebnisse zu produzieren, weil nur so könnt ihr euch verbessern, nur so kommt ihr voran und nur so könnt ihr eure Karriere pushen. Wenn du jetzt deine Karriere aufs nächste Level bringen möchtest oder Top-Noten in weniger Zeit schreiben willst oder einfach nur bessere Noten schreiben willst, bewirb dich jetzt für ein kostenloses Erstgespräch. Wir freuen uns auf deine Bewerbung. Wir werden uns da 60 bis 90 Minuten Zeit nehmen, um dich und deine Karriere voranzubringen, eine Strategie zu erarbeiten, wie es für dich weitergehen kann. Wir freuen uns auf das Gespräch mit dir. Bis dahin alles Gute, dein Valentin. Ciao.